So, das JBB 2015 geht nun in die nächste Runde. Also mit dem JBB 2013 bin ich endlich fertig geworden. Jetzt kommt mal das JBB 2015 und ja, von den ersten fünf habe ich mir schon mal das User Voting ausgerechnet. Ey, ja, Qualis bewerte ich nur mit dem Regelwerk von 2013. Ja. Und die ab dem Achtelfinale bewerte ich mit dem Regelwerk von 2013 und dem Regelwerk von 2014, also noch mit Technik und Flow. Ja. Damit ihr seht, was meine Meinung da ist. Also als erstes hätten wir Ace, Chanakan, Fear, Zarus und Madoss. Ja, und Zarus wird komplett abstürzen, das sage ich gleich. Ja. Aber zuerst schauen wir uns mal die ersten drei Regelwerk-Videos an. Los geht's. Eine Nachricht auf Insta, ja, irgendwem gefällt mein Foto. Yo, es ist mal wieder soweit. Das einzig relevante Battle-Rap-Turnier auf dem Planeten geht in die vierte Runde. Erstmal zum wichtigsten Punkt, wie viel Kohle gibt es? Wer das Achtelfinale gewinnt, bekommt 250 Euro. Wer das... Ja. Viertelfinale gewinnt, bekommt 750 Euro, im Halbfinale gibt es 1000 Euro, im Finale gibt es 1500 Euro und im Kingfinale gibt es 2500 Euro. Um euch zu qualifizieren, müsst ihr 18 Jahre alt sein oder eure Eltern müssen damit einverstanden sein. Ihr nehmt einen eigenen Beat, an dem ihr sämtliche Rechte besitzt, also Einverständnis vom Producer, keine geklauten Samples, keine Urheberrechtsverletzungen oder ihr nehmt einen Beat... Ja, nicht so wie Panschau-Ganz in der Quali 2013. Aus dem Beat-Paket. Das Beat-Paket ist das gleiche vom letzten Jahr, aber ich habe alle Beats, die schon benutzt wurden, rausgeschmissen. Also nehmt das aktuelle Paket und nicht das alte. In eurer Qualifikation sollt ihr euch representen und ein paar Punchlines auspacken. Also könnt ihr wahllos Leute dissen oder einen imaginären Gegner, wie immer natürlich auch mich. Das Mini-JBB wird es auch wieder geben. Diesmal kann man sich auch direkt dafür bewerben, wenn einem das lieber ist. Die Preise Mini-JBB sind identisch, also 250... Was hat in diesem JBB sogar wer gemacht? 50 Euro in der ersten Runde und immer so weiter. Warum man sich direkt für das Mini-JBB bewerben kann, hat folgenden Grund. Im Mini-JBB wird das User-Voting zu 100% entscheiden. Wer also mir als Juror nicht vertraut, nicht mit dem Punktesystem einverstanden ist oder einfach der Meinung ist, dass er mit dem User-Voting mehr reisen kann, der kann mich komplett umgehen und trotzdem hier battlen. Von den Leuten, die nicht unter die besten 16 gewählt wurden, werde ich die Mini-JBB-Crew aussuchen. Also mit eurer Quali am JBB seid ihr auch automatisch mit dem Mini-JBB einverstanden, falls es schief gehen sollte. Ich suche aus den Leuten, die die Zuschauer nicht haben wollten, die Besten aus. Das sind nicht zwangsläufig die mit dem besten User-Voting. Diesmal sind zum ersten Mal auch Zweierteams erlaubt. Zweierteams haben es aber schwerer, weil beide einigermaßen gut sein müssen. Wenn nur einer gut ist und der andere scheiße, sind beide weg. Und der gute Typ hat auch die Arschkarte. Außerdem sind bei Zweierteams Features komplett verboten und beide müssen jeweils ungefähr 50% des Raps machen. Also nicht einfach mit einem Sänger ankommen, der nur die Hooks macht. Beide müssen Parts machen. Die Hooks könnt ihr machen, wie ihr wollt. Die Zweierteams brauchen... Die Regel ist gut. Brauchen außerdem neben ihrem normalen Rap-Namen natürlich noch einen Teamnamen. Eure Qualifikation schickt ihr vom 1. bis zum 7. Mai per WeTransfer an juliensblogbattle@aol.com. Eure Qualifikation... Okay. Ja, mein Bruder kommt gerade rein. Okay, es kann weitergehen. Besteht aus einem Archiv, wo euer Video drin ist, der Beat, der Text und Perso-Führerschein oder irgendwas zum Ausweisen. Verzichtet bitte auf Intros, Outros, Werbung oder sonstiges, dafür ist die Beschreibung da. Wenn es ungeklärte Fragen gibt, dann schreibt sie in die Kommentare. Ich werde in der Beschreibung dann viele Fragen beantworten. Macht also Sinn, da hin und wieder mal reinzugucken, wenn ihr irgendwas nicht wisst. Das war's fürs Erste. Ich denke, ihr könnt schon mal anfangen. Es wird wieder diverse Updates geben. So, dann kommen wir zum nächsten Video. Es sind zuerst drei Update-Videos. Ja.
Yo, kleines Update zum JBB 2015, dem einzig relevanten Battle-Turnier auf dem gesamten Planeten. Die Bewerbungsfrist läuft seit dem 1. und geht noch bis zum 7. Alle Infos dazu findet ihr im ersten Video, Link in der Beschreibung. Ich habe im letzten Video eine wichtige Sache vergessen, und zwar das Battle um Platz 3. Die beiden, die im Halbfinale verlieren, haben in einem weiteren Battle noch die Chance, Dritter zu werden und 1000 Euro mehr mit nach Hause zu nehmen. Das sollte es ja eigentlich letztes Jahr schon geben, aber die Paarung war leider zu langweilig. Ja, weil... Das wäre halt 80 gegen Diverse gewesen und das hat es halt vorhin schon gegeben mit Hin- und Rückrunde. Die Qualifikationsphase läuft fast genauso ab wie letztes Jahr. Also das User-Voting entscheidet darüber, wer reinkommt und wer nicht. Aber diesmal geht es nicht um das Like-Dislike-Verhältnis, sondern nur um die reine Anzahl der Likes. Jetzt werden einige wieder sagen, dass es Fame-Bonus gibt. Ja, bei mir nicht. Und bereits bekannte Leute dann sowieso reinkommen, aber das wäre beim Like-Dislike-Verhältnis genauso. Bekannte Leute werden nämlich immer reingewählt, außer Chosen letztes Jahr, aber das ist auch einer der Gründe für die kleine Umstellung. Chosens Quali hat... Chosen wird leider immer gehatet, ich feiere ihn einfach. Über 22.000 Likes, aber ein schlechteres Like-Dislike-Verhältnis als Talens Quali mit 16.000 Likes. Talen hat einfach niemanden gejuckt und ist deswegen irgendwie reingerutscht. Wir wissen ja alle, wie das geendet hat. Die meisten Leute, die Fame sind, sind ja auch nicht ohne Grund Fame. Jeder hat die gleiche Chance, einen Hype auszulösen, hat Gary Washington ja letztes Jahr auch geschafft. Völlig unbekannt gewesen und dann voll abgegangen. Wer nicht abgeht, hat selber... Ja, Gary Washington feiere ich auf jeden Fall. Schuld, und es liegt nicht am System, sondern einfach daran, dass man uninteressant ist. Die Punktevergabe ändert sich ein kleines bisschen im Gegensatz zum letzten Jahr. Ein Punkt Video, zwei Punkte Punchlines, ein extra Punkt, ein Punkt User Voting. Ich verzichte auf Einzelpunkte für Flow und Technik, weil ein gewisses Maß an Grundskill für die Teilnahme schon Voraussetzung ist. Eigentlich sollte nur Technik abgeschafft werden, aber wer gute Technik hat, hat meistens schlechten Flow und wer guten Flow hat, schlechte Technik. Deswegen ist es wahrscheinlich am fairsten, beide Punkte wegzuschmeißen. Den extra Punkt kann man ohnehin auch durch Flow oder Technik bekommen oder durch ein originelles Video-Style, eine brutale Zerfickung, der Gesamteindruck ist da entscheidend. Falls es aus irgendeinem Grund nach Punkten zu einem Unentschieden kommen sollte, beide haben ein Top-Video, beide haben sich Punchlines bis zum geht nicht mehr in den Kopf gehauen, einer hat den Extra-Punkt und der andere das User-Voting gewonnen, dann wird es diesmal keine Rückrunden geben. Wenn der Punktestand gleich ist, dann kommt derjenige weiter, der das User-Voting gewonnen hat. Die 3% Toleranz vom letzten Jahr werden wieder abgeschafft, Rückrunden werden diesmal auch komplett abgeschafft. Jeder soll sich auf eine einzige Runde konzentrieren. Das war's erstmal. Na, okay, das heißt, die User Voting muss ich halt irgendwie, ja, ausrechnen. Morgen gibt es einen kleinen Battle-Vorgeschmack. King Gio haut einen Diss-Track gegen den Möchtegern-Rapper Leon raus und ich dachte mir, dass das ja... Leon, ja, okay. Naja, das war damals geil, als Gio den Lion-Diss gemacht hat. Das war wirklich unerwartet, aber richtig geil. Perfekt als Exclusive auf diesen Kanal passt. Ist auf jeden Fall ein richtiges Brett geworden. Aber da hat sich Gio halt wirklich von seiner besten Seite gezeigt. Es ist heute noch Gios beliebtester Song. Überhaupt. Von den Aufrufen her. Auf Gios eigenem Kanal wäre es halt seine Runde gegen Asmatics. Yo, kleines Update zum JBB 2015, dem einzig relevanten Battle-Turnier im gesamten Sonnensystem. Es werden insgesamt 25 Qualifikationen hochgeladen, und zwar 5 Stück pro Woche, immer am Freitag um 18 Uhr. Also morgen geht's los. Ihr habt nach dem Upload bis Mittwoch um 18 Uhr Zeit, diejenigen zu liken, die ihr gut findet. Ihr solltet euch jede Woche am besten 3 Favoriten aussuchen, denen ihr ein Like gebt. Es werden 5 Wochen Qualifikationen hochgeladen. 5x3 Favoriten sind 15 Leute, die ihr dabei haben wollt. Und es gibt genau 15 freie Plätze im Achtelfinale vom JBB. Ein Platz ist nämlich jetzt schon vergeben, denn MG hat seine Wildcard von 2012 eingelöst und ist damit ohne Qualifikation der erste feste Teilnehmer bisher. Ja, MG ist ja fix dabei. Die ersten 5 Qualifikationen sind Ace, das ist der Kumpel von 80 aus seiner Runde gegen Diverse, der mich diesmal um einiges mehr überzeugt hat als bei seinem letzten Auftritt. Dann Jana Khan, ich musste mir von... Yalala, yalala. Ja. Warte, ich wollte kurz irgendwas sagen, aber ich hab's vergessen. Ja, also, nur die... ersten 15 sind sozusagen drin, weil MG ja fix drin ist. Also schauen wir mal, wer bei mir die ersten 15 sind.
echten MP3 schicken lassen, wo er seinen Namen sagt, damit ich das auch vernünftig aufspreche. Als drittes kommt 4. Bei dem gab es ein kleines bürokratisches Durcheinander, weswegen er zuerst nicht drin war und stattdessen jemand anders. Kann passieren, aber jetzt ist er doch drin. Als viertes kommt Zaros. Das ist einer von Laskas Schützlingen und das hört und sieht man auch. Das könnte echt sein kleiner Bruder sein. Wer Laska mag, wird den gut finden. Wer Laska nicht mag, wird den nicht so gut finden. Laska hat auch den Beat gemacht. Zu guter Letzt kommt Maddust. Also Mad Dust. Verrückter Staub. Er ist einer von den Typen, die extrem eigen sind, so wie Green damals oder Gary Washington. Ihr werdet morgen direkt peilen, was ich meine. Auf jeden Fall kein Rapper von der Stange. Gebt euch am besten... Okay, aber dann mache ich halt so, dann bewerte ich halt einfach. Der ist sowieso nicht drin, ne? Der hier bei MG. Nee. Dann machen wir noch als 27 MG rein. Ja, MG hat natürlich keine Bewertung, aber ja, macht trotzdem irgendwie, dass er drin kommt. User Voting 20, Video 15, Punchlines 15. Technik 8. Flow 8. Und 76 Punkte, ja, mit 10 extra Punkten. Also ja, ich kann mir gut vorstellen, dass MG mit 76 Punkten drin ist. Erst jede Qualifikation und entscheidet dann, welche drei Leute euren Like bekommen. Falls ihr euch umentscheidet, dann könnt ihr euch durch nochmaliges Drücken auf den Like-Knopf euren Like wieder zurücknehmen und jemand anderem geben. Ihr habt Zeit bis Mittwoch um 18 Uhr. Ja, okay. Dann sehen wir uns bei der Runde von Ace wieder. So, dann geht es jetzt endlich mal los mit der Ace. Ja, ich freue mich schon. Erste Qualifikation, Ace, los geht's. Und da ich nicht weiß, wie ich die anderen bewerten werde, hat Ace das Glückslos gezogen, da er die erste Qualifikation hat. Mike und ich töte. Warte, sind das 1080? Das sind 1080? Fäng dich in die Ecke und das Gewinsen klingt nach Weibergestöhne. Ich zerreiße wie Löwen, bring mir mal deine Sippschaft her. Punches wie ein Grizzly Bear. Stark gefürchtet wie für Flüchtlinge das Mittelmeer. Ja, es hat eine Menge Wie-Vergleiche. Aber ich finde, er macht es besser als Perplex. Du meinst, du bist der Hyperking, doch ich hab Frauen am Start, die mehr Kurven haben als der Nürburgring. Ich komm rein und fick deine kleinen rosa Shorts. Skepsis ist so hart, das ist das reinste Bombardement. Werd frech und du fährst mit nem Rollator durch dein Dorf. Mit Mercedes wird es nichts, vielleicht mit Volkswagen oder Ford. Jetzt sind die Chorknaben ganz ohr, wenn ich Zeilen spritze. Die Fleißen, Brüche und Leichenteile werden in den Brettüberzug eingewickelt. Und Reimtechnik, was soll ich dazu sagen? Er hat viele gute Reime, aber... bei manchen Stellen denke ich mir so, was labert der da? Eine Postkarte von dann geschickt. Ruf die Polizei, jetzt gibt's rostiges Metall ins Gesicht. Jetzt wird alles gefickt, das mir in den Weg kommt. Kleins gegen deinen Kopf wie mit nem Baseball. Scharf wie TNT. Ich dreh Deutschrap den Saft ab. Der teuflische Motherfucker brennt die Häuser deiner Stadt ab. Ich flieg Rapper, weil ich Bock drauf hab. Und deine Drecksfrau auch in ihrer Hochzeitsnacht. Du kackst dir ein, wenn ich in deine Ortschaft latsch. Und mit nem Wodka-Glas dein fucking Kopf einschlag. Mutter, ich ficke deine Kleine weg. Sex mit meiner Wurst ist ihr Geheimrezept. Yes, yo. Sex mit meiner Wurst ist ihr Geheimrezept. Ich bin weg, jetzt dreht Ace aus. Der Boss im Game, ich klär deine Perle mal über Friend Scout. Ich geb ey Cook in Small, währenddessen nehm ich das Take auf Dachdecker so. Bei Schlechtwetter auf die Stage laufen. Und was macht ihr? Ihr wichst euch ein auf Pamela. Ich sick da an, ich geb euch den dicken Dick hier in extra large. Lästig wie ein Wespenschwarm mit nem Rollladenkasten. Und ihr Vollpfosten macht auf cool wie Hollywood schnappen. Ich krieg das Kotzen, wie ihr macht. Ich geb euch. Ja, viele Wie-Vergleiche. Aber er hat doch nice Punchlines, muss man ihm lassen. Wenn er über mein P-
rappt, ist es als Hälfte. Auf Age und Pilze rapp ich besser als ihr, bin auf Sendung kapiert. Auch wenn ich nicht im TV moderier. Ich komm mit der Glock und der Panzerfaust, besser für ins Krankenhaus. Du stopfst deiner Kranken, braucht mal meinen Kolben in ihr Bankermaul. Assi-Sound, Mann, ich fick Mütter. Und sie schüttelt mein Schwanz so krass, als wäre es ein Weed-Drücker. Ich dreh Deutschrap, den Saft ab. Ja, nicer Track. Der teuflische Motherfucker brennt die Häuser deiner Stadt ab. Ich flieg Rapper, weil ich Bock drauf hab. Und deine Drecksfrau auch in ihrer Hochzeitsnacht. Du kackst rein, wenn ich in deiner Ortschaft latsch. Und mit nem Wodka-Glas dein fucking Kopf einschlag. Nun trich, ficke deine Kleine weg. Sex mit meiner Wurst ist ihr Geheimrezept. Ja, ist gut. Ist wirklich gut. So, was soll ich zum zuerst das Video bewerten? Video sind 17 Punkte. Insgesamt 34, 16 Punchline-Punkte. Technik 8, Flow 9. Und ja, User-Voting kann ich Ihnen auch einiges. Ja, User-Voting, Extra-Punkte. Kriegt auf jeden Fall 12 Extra-Punkte. Also, Ace hat damit 79 Punkte in seiner Qualifikation, was richtig stark ist. Okay, dann geht's mit Chanakan weiter. Okay, zweite Qualifikation der liebe Chanakan. Es ist schon mal so ein orientalischer Beat. Yalala, yalala, Punja Libretten, yalala. Ah. Es fängt schon mal richtig nice an mit diesem Beat, diesem orientalischen Beat. Was für JBB, Booty, komm mal runter von dem Film. Salam alaikum, Alman, ja, ich komme mit paar Jeans, mit nem Turban auf dem Kopf und ner Basie in der Hand. Paradox, aber high, genug für euch Chunks. Das ist für all meine Amjas, Chabos, die gekickt haben. Gestern broke, heute reich, hier im Reich der Osmanen. Jetzt wird aufgemischt, bring mir jeden, der mit mir betteln will. Und wetten nicht, dass er besser als ich Rapper fick. Gib mir ja, dieses diese Kuh im Hintergrund, das ist doch richtig nice, diese Frauenstimme. Dass mein Honig mutiere direkt zum Haiwan. Deutscher Rap, Julians Block, Fans bis zur Heimat. Denn sie Sven rasiert bis zur Kopf, bis sie sich ähneln wie Bruder. Denn sie beten mich, dann sind wir hier in Taiwan. Der Kenneck aus dem Süden und die Straßen brennen. Naja, Reime sind nicht das Krasseste, was er bringt. Aber Beats, High Definition und ich zahl kein Cent. Julian, bring mir jeden, den du willst. Und der Baba Bench gibt deine sogenannten King-Shirts. Nee, nach Bangladesch. Das JBB kann jetzt einpacken. Keine Chance gegen mich, wenn ich reinplatze. Der Kenneck kommt, Überfall mit ner Ein-Mann-Armee. Hände hoch, reiß Geld, ich will sein Portemonnaie. Das JBB kann jetzt einpacken. Keine Chance gegen mich, wenn ich reinplatze. Der Kenneck kommt, Überfall mit ner Ein-Mann-Armee. Hände hoch, reiß Geld, ich will sein Portemonnaie. Ja, die Hook ist ganz okay, aber bisher ist Chanakan meiner Meinung nach eher Standard. So wie der Song von Tretman. Seht ihr Ace von Perplex? Ich kann auch wie Vergleiche bringen. Mäuschen still, doch ist bereit für den Nahkampf. Wie ein Golfer, loch ich ein mit ner Sniper. Haiwan, Bitches gucken statt Vodka Bull Iran. Reißen ihre Fressen auf Fünfer beim Vorbeifahren. Ehrenlose Spasten heute hart, damals Lappen haben ihre Höhenflüge. Doch bleiben unter meiner Klasse. Rapper wollen Battle bringen unerwünscht. Nur noch Zweckreime, wenn du hier durchkommst. Siehst du Löcher in der Heckscheibe. Rauch die ganzen Motherfucker. Die Reime sind aber auch teilweise richtig Standard. Auf Lungen. Dein Album war erwünscht, so wie Anschläge an Flughäfen. Alle laufen Meistern an Bahnsteigen wie Handcreme. Ich spiel sie auf. Ja, teilweise dieses Bild raus, was mir überhaupt nicht gefällt. Aus rechts, links, Lehmanns Hand aus. Ich komme mit ner Mannschaft und nehme eine Bank hoch. Julian, bring mir jeden, den du willst. Und der Baba Bank schickt deine sogenannten King-Shirts. Das
JBB kann jetzt einpacken. Keine Chance gegen mich, wenn ich reinplatze. Der Kenner kommt, Überfall mit ner Einmannarmee. Hände hoch, reiß Geld, ich will sein Portemonnaie. Okay. Das Schwanerkanz-Video konnte ich ziemlich leicht bewerten, das ist einfach bei 12. Damit hat er 31 bis jetzt. Punchlines nicht so krass wie er ist. Auf jeden Fall. Ich gebe ihm einfach mal 12 Punkte. Ich glaube, das ist sogar gnädig, aber ja, ich gebe ihm 12 Punkte. Reimtechnik. Neben Mason nicht so krass, also Reimtechnik einfach 6 Punkte. So, Flow ist okay, ich finde nicht so krass wie Ace, deshalb kriegt er halt auch nur 8 Punkte für Flow. Das ist 57. Und er bekommt 11 extra Punkte, somit hat Chanakan 68 Punkte von mir bekommen, ist damit unter MG. Ja. Also Chanakan fand ich nicht so berauschend. Er hat sogar einen Punkt weniger als Ahmed beim JBB 2013. Und dabei hat Chanakan, glaube ich, ein deutlich besseres User Voting. So, dann kommt als nächstes 4. Okay, los geht's mit 4. Julian, jetzt werden wieder Klickzahlen gepusht. Du kannst vom Glück sagen, du musst deinen Arsch dafür nicht mal bewegen. Denn die Kids haben mir Lust, ich deinen Scheiß zu geben. Und die Kohle läuft schneller als Forrest Gump. Ja, lass mal tauschen, meinen Monsterschwanz gegen dein Kontostand. Ja, die Forrest Gump Plan war geil und er bringt sogar Punchline Rap. Deine Baba-Kock-Statur mit alter Schwäche sieht aus wie eine Scheiß-Kabe. Noch sie Wurst in halber Länge. Und von deinem Geld kauf ich mir weder Schmuck noch Sneaker. Sondern deine Hundemutter und Pläne, die Schlampe Mika, Nigga. Krass, damit geht er auch auf den Hund von Julian los. Also Punchline-technisch ist 4 bis jetzt richtig krass. Ich erkick, dass dein Mut wird gedämpft wie Kuss. Wenn er gegen mich antritt, dann hört er als letztes Nimm. Straight in die Fresse aus meinem Messing-Coin. Flüssigkeitsverlust, ich wichs jedem Rapper die Fresse voll. Und check doch meine Silben, ich fick auf Technik. Wie mega ab. Du machst gern Buchstaben zählen, 4 kommt mit ABC-Alarm. In die Szene gefahren, ich bumps dein Mädel in den Arsch. So hart, dass das offene Flittchen dann eine Woche lang nicht sitzen kann. Siege oder Jo, die Spiele sind eröffnet für ein neues Jahr. Schreckt meine Message back to matter. Ich geh auf Beutejagd, weil mir doch kein Mensch irgendwas bedeutet hat. Ich hol mir, was mir zusteht, um das Internet darf zu sehen. Keine Klinge, keine Flasche, meine Stimme, meine Waffe. Das ist alles, was ich brauch, um euch zu zeigen, meine Klasse grenzt sich ansatzweise an. Rebelle mich, wer will mit 4 wetten, dass die so Staub zerfallen, als ob sie niemals existiert hätten. Richtig krass, also 4 ist bis jetzt auf jeden Fall der Beste. So, das war eine geile Line. Doch bevor das anfängt, hört Fee auf mit Karotten schieben. Schwamm nach Bikini-Bottom fliegen, seine Arbeit kündigen und Plankton wird die Formel kriegen. Kauf mir mein Shit, dann packt das Glas in den Beutel. Du kannst nicht, alles egal. Du zahlst mit dem Arsch deiner Freundin. Wir werden uns einig, yo. Pest deine System, Nigga, ich bang die Wife. Denn wir stehen als Äquivalent für 100% Männlichkeit. Ernst gemeint, rest in peace, fick die Szene voll Opfer. Ich sorge dafür, dass jeder Wack MC vor mir elendlich stottert. Rapper wollen hart, wenn doch hocken, wütend in ihrem Kinderzimmer. Für das hab ich nicht genügend Mittelfinger. Kaum hat man ein bisschen Fame, kommt jeder Bastard angeklopft. Lutsch Penis von Artgenoss, Lasker fühlt sich angesprochen. Ich bring Rap an. Geil, bis jetzt ist es einfach nur geil. An Knochen, mir egal wie Fame die sind. Ob No-Name oder Battle King. Let the case begin. Siege oder Exit, yo, die Spiele sind eröffnet. Für ein neues Jahr. Schreckt meine Message back to matter. Ich geh auf Beutejagd. Weil mir doch kein Mensch irgendwas bedeutet hat. Ich hol mir, was mir zusteht, um das Internet darf zu sehen. Keine Klinge, keine Flasche, meine Stimme, meine Waffe. Das ist alles, was ich brauch, um euch zu zeigen, meine Klasse grenzt sich ansatzweise an. Rebelle mich, wer will mit 4 wetten, dass die zu Staub zerfallen, als ob sie niemals existiert hätten.
2-1 kann man sagen, 4 hat auf jeden Fall rasiert. Ja, irgendwie sieht das Video nicht so qualitativ hochwertig aus. Ja. Ja, 4 kriegt 16 Videopunkte. Hat damit 39. Panschwens kommt auf jeden Fall auf 20. Ey, das war richtig krass vom 4. Technik 8. Flow ist definitiv eine 10. Und in meinen Augen auch 14 extra Punkte. Das heißt, 4 hat in meinen Augen fucking 91 Punkte. Also ja, der Vorsprung auf Ace, MG und Chanakan ist immens. Ja, so, dann kommt als nächstes Zarus. Zarus hat vom User Voting nur 8 Punkte bekommen. Deshalb kann es sein, dass er schlechter bewertet wird als Chanakan von mir. Ja. Okay, dann würde ich mal sagen, los geht's. Ey, yo, Rap Deutschland, ihr seid allesamt gleich. Deshalb mach ich euch kalt, sodass ihr einer Samenbank gleicht. Ihr macht auf Harten am Mike. Auch wenn der gelbe Schwamm nicht teilnimmt, bin ich ziemlich sicher, es sind wieder Lappen dabei. Ihr seid zu. Naja. Julian hat gesagt, er rappt ähnlich wie Lasker. Ich finde, dass er nicht auf dem Niveau von den Texten von Timatic ist. Ja. Des Todesreiter, was seid ihr denn für Gangster, die nicht mal mit echten, sondern nur mit Schreckpistolen ballern, ihr seid Abschaum, ihr macht hier Kampf an Sagen, doch wenn jemand vorsteht, seid ihr den Schwanz am Blasen, auch und Julians Block, das war keine geile Line. Auf Coca vor der Webcam, das war Pep, denn der Geld hat, war nicht Joker, sondern Batman. Die Kinder kaufen Zapmann und denken, er wär krass, doch bei seinem Album war fast jeder 16er verkackt. Yo, bei manchen der Rapper, sei der Flow so schlecht, doch dann hörte man ihn und merkte man, er kann's gar nicht besser und ich frag. Und da musste man echt Entertainment als Bild nehmen, also Entertainment kann das auf jeden Fall besser. Gemisch. Wer die Fotze dafür loben mag, guck so gesagt, Julians Block ist das hier dein Todestag. Ey yo, ich fick deutsche Rapper, denn ihr seid alle Müll im Gegensatz zu mir, man guckt, ich spit deutlich besser. Deutsche Rapper trinken ja. Ura, Nord und rutschen an der Klitoris von Julias Block. Ey yo, ich fick deutsche Julians Block, Julias Block, okay. Rapper, denn ihr seid alle Müll im Gegensatz zu mir, man guckt, ich spit deutlich besser. Deutsche Rapper trinken Ura, Nord und rutschen an der Klitoris von Julias. Ja, Hook ist nicht so geil. Richte deine Existenz. Aus Langeweile kiff ich ein paar geile Sticks und ficke deine Ex im Bands. Bitch, ich bin hart verklatscht, gebe deiner nackten Slut übelst viele Hiebe und dann saugt sie meinen Schwanz mit Sack. Ihr seid nicht der Rede wert. Ich scheiß auf dich, auf deine Mutter, deine Schwester, dein Vater und auf dein Lebenswerk. Was ist dir dein Leben wert? Freundschaft oder Geld? Natürlich Geld, deshalb gab es für diesen Heuchler auf mal Schellen. Guck, der Boy macht Songs am schnellsten, wenn er Cannabis raucht und fickt dann jeden deiner Fan, denn deine Mama ist drauf und dein meine Mom ist ne Schlampe, da ich sie öfter mal geballert hab, obwohl sie meinen Namen nicht kannte. Okay. Erlege die Moms, denn deutsche Rapper hören sich an, als hätten sie immer ein Besen im Darm. Und die Verse wurde da richug gut genommen. Ja. Vor allem, das war die Mammut-Mix-Runde von die Verse. Richtig gut getroffen, Zarus. Aber ja, ich picke die Moms. Echt jetzt? Ist ja ein kleiner, Zarus ist ein kleiner Motherfucker. Ich frage mich, wer die Fotze dafür loben mag, guck so gesagt, Julians Block, ist das hier dein Todestag? Ey yo, ich fick deutsche Rapper, denn ihr seid alle Müll im Gegensatz zu mir, man guck, ich spit deutlich besser. Deutsche Rapper trinken Ura, Nord und lutschen an der Klitoris von Julias Block. Ey yo, ich fick deutsche Rapper, denn ihr seid alle Müll im Gegensatz zu mir, man guck, ich spit deutlich besser. Deutsche Rapper trinken Ura, Nord und lutschen an der Klitoris von Julias Block. Okay, das war die Runde von Zarus. So, Video!
Varus kriegt 17 Videopunkte. Punchlines würde ich ihm 14 Punkte geben. Ja, Technik, nehmen andere. Ich glaube, ich habe Chanakan 6 gegeben, gebe ich Zarus 7 Technikpunkte. Aber ja, Flow kann ich auch nicht so viel geben, Flow muss ich auch nur 7. Moment mal, er hat noch. Da, 46. Flow 7 Punkte. Das sind 53. Und ja, er kriegt 11 extra Punkte. Zarus hat 64 Punkte, ist damit 4 Punkte hinter Chanakan. Ja. Also hätte Zarus ein besseres User Voting gehabt, dann wäre meiner Meinung nach über Chanakan. Also ja. Sind wieder die Zuschauer schuld. So, dann kommt als nächstes Madast. So, Madast ist der letzte heute und dann kommt die Analyse von Julian. Hey Julian! Ich hab gehört, du stehst auf Popo-Sex. Ja? Na komm her, du kleine Bitch. Ich lass dich alle deine Sorgen vergessen und werd sie ordentlich besorgen. Bis morgen sind wir beschäftigt, dein verdorbenes Lächeln hol ich hervor. Sei meine Porno-Prinzessin, komm und supporte mein Rohr. Orgi war gestern, ihr kommt da vorne, mir Stecher. Schwiegermutter ist Liebling und Altgruppe Ordensschwestern. Der Fort. Ja, also Mellows Stärke ist auf jeden Fall der Flow. Rapper mit dem enormen Geschlechtsteil bricht alle Rekorde, sauer, horny und sexgeil. So mancher Lauch ist schon gestorben beim Sexakt mit Metas dem Rap-Gott. Denn meine Extravaganz und mein echt langer Atem sind für jede ledige Lady der Jackpot. Tu mir doch mal bitte einen Gefallen, nur mit der Bemilde Behinderte sind deine Kitty und geh in Deckung. Denn ich bitte die silbernen Pinne vor Millisekunde. Du tunte dich danach verwundet am Boden und fehlst und dein Leben unter deine Kumpel, die können dagegen nichts tun. Also Bitch move, ich habe billige Bitches bereits im Baum ausgebombt. Also bitte JBB, bring mir eine Competition. Denn keiner deiner leicht beseitigt, weil mit dem Rapper kann ansatzweise solche Zeilen schreiben wie Matters. Denn meiner einer ist meiner Meinung nach weit und breit mit keinem deiner peinlichen Rapper vergleichbar. Hier ist bitte der Wortakrobat mit dem tornadoartigen Flow, der dir deinen Atem nimmt. Alles, was ich sage, was ich schreibe und was schreibe, die den Nester liegt, nur dafür, dass andere mich beneiden. Ja, da habt ihr recht auch eingestellt. Ich will nur einmal zeigen, dass ich wieder zugehört, der Beste zu sein und zu bleiben. Das ist ja, Flow ist geil, Punchlines fehlen irgendwie, Reimtechnik ist okay, ja. Ich weiß nicht, wie ich den wirklich bewerten soll. Ich weiß auch gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich geh raus vor die Tür und was ich seh ist unglaublich. Ein Schwamm verkleideter redet von Waffen und Rauschgift und ballert nebenbei die Battle-Rapper rein, weiß übern Haufen. Geil, da mach ich auch mit. Und jeder, der bei drei nicht auf dem Baum ist, macht dann Bekanntschaft mit den Knöcheln meiner Faust. Bis jedes eurer beiden Augen blutrot unterlaufen ist und so aussieht, als ob es gleich rausfällt. Shit, jeder, der noch lebenden Zellen in meinem Körper befindet sich, wenn ich rappe in einem Rauschzustand. Also wieso nicht andere Rapper werden besser ist es, du gibst am besten gleich auf, du Punk. Postpubertäre, primitive Primaten produzieren peinliche Parts auf billigen Beats wie am Fließband. Ich dagegen schieße mit selben wie im Schießstand, denn es erstriegt man. Durch meine totalitären Tendenzen tötete ich tausende Träume. Traumatisierter Tunnel-Rapper mit meinen Texten und Drangsalierte, die trotzieren tagtäglichen Training, tag verfehlende, talentlosen Opfer, die mir begegnen. Ich bin der tanzende Teufel an deinem Totenbett. Nekrophilie, ich hab mit Toten Sex. Und während deine Mama an meinem Skrotum leckt, frag ich sie, wie deine tote Sohn so schmeckt. Hier ist bitte der Wortakrobat mit dem tornadoartigen Flow, der dir deinen Atem nimmt. Alles, was ich sage, was ich schreibe und was schreibe, die den Nester liegt, nur dafür, dass andere mich beneiden. Ja, da habt ihr recht, auch eigentlich will ich euch nur einmal zeigen, dass ich wieder zugehört, der Beste zu sein und zu bleiben. Das ist eine Sache, los, kommt, Leute, zeig mir, was ihr drauf habt. Ich nur kurz in den Weichen, dass ihr Ordens eingeklaut habt. Das ist sicher wie der Samen in der Kirche nach dem Beten. Ich bin aufgewachsen mit dem Sound, wo alle drüber reden. Alles, was ich sage, was ich schreibe und was schreibe, die den Nester liegt, nur dafür, dass andere mich beneiden. Ja, da habt ihr recht, auch eigentlich will ich euch nur einmal zeigen, dass ich wieder zugehört, der Beste zu sein und zu bleiben. Das ist eine Sache, los, kommt, Leute, zeig mir, was ihr drauf habt. Ich nur kurz in den Weichen, dass ihr Ordens eingeklaut habt. Das ist sicher wie der Samen in der Kirche nach dem Beten. Ich bin aufgewachsen mit dem Sound, wo alle drüber reden. Ist nicht so meins. Ist echt nicht so mein Stil. So, Video.
Ja, 15 Videopunkte. Punchlines, keine Ahnung, es sind halt kaum Punchlines. Ich finde, er hat sogar weniger Punchlines als Chanaka. Ich gebe einfach 11 Punchline-Punkte. Es müsste einfach mega gnädig sein, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Ja. Technik 7. Das sind dann bei 55, ja. Flow ist eine 9. Und 12 extra Punkte. So, und ich mach so, jeder, der gleich viele Punkte wie MG hat, landet hinter MG. Also ja, bis jetzt ist das so. 4 ist klarer erster Platz. Ace ist zweiter, verdient in meinen Augen. MG Platz 3 hat eine mega krasse Runde rausgehauen. Kappa. Ach komm. Ja, dann machen wir so. Dritter. Mädersdorf Platz 4. 4. Chanakan ist 5. Und Zaros ist 6. Das ist die erste Bewertung. Also ja, hätte Zaros mehr Likes bekommen, dann wäre natürlich vor Chanakan. Also eine bessere Bewertung. MG war natürlich überkrass, muss man ihm lassen. So, und dann geht's weiter mit der Analyse von Julien. So, jetzt sehen wir mal, was Julien zu sagen hat. So, die ersten 5 Qualis sind online und ihr habt euch diejenigen rausgesucht, die ihr dabei haben wollt. Die 3-Like-Empfehlung von mir hat natürlich wieder für Verwirrung gesorgt. Ist ja auch nichts anderes zu erwarten von 8-Jährigen. Es ist selbst... Ich find's richtig geil, wie Julien immer seine Community, ja, verarscht. Beleidigt. Selbstverständlich keine Pflicht, sich 3 rauszusuchen. Es macht in meinen Augen einfach nur am meisten Sinn. Und es werden nicht jede Woche die 3 meistgelikten Teilnehmer sicher weiterkommen. Wenn einer in der ersten Woche auf dem 4. Platz ist, dann kann er ja trotzdem mehr Likes haben als einer, der in der 3. Woche auf dem 2. Platz ist. Das wäre ja total bescheuert, wenn trotzdem der mit weniger Likes weiterkommt, weil er Glück hatte, dass die Woche nicht so stark war. Nee, das ist Blödsinn, Kinders. Es werden die beliebtesten insgesamt genommen, aber kommen wir endlich zu den Qualis. Am unbeliebtesten war Zaros. Er hat, obwohl diesmal nur die Likes zählen, eine extrem negative Bewertung bekommen. Ich finde das nicht so ganz gerechtfertigt. Der ist technisch flow. Ja, finde ich auch nicht. Ich und im Gesamtpaket echt mehr als solide unterwegs, auch wenn er halt extrem an Lasker. Ja, textlich vielleicht nicht, aber Flow geht auf jeden Fall. So viel Hate hätte echt nicht sein müssen. Er war auch meine letzte Wahl diese Woche, aber der Hate steht in keiner Relation zu dieser qualitativ hochwertigen Qualifikation. Video- und audiotechnisch ist das ganz vorne mit dabei. Der Rap ist halt ein bisschen langweilig und drucklos, aber da sind gute Lines drin, gute Reime und gute Flows. Ich glaube, wenn er sich einen etwas eigeneren Style überlegt, dann könnte der beim nächsten Mal vielleicht was sein. Ins Mini-OPB nehme ich ihn auf jeden Fall, das steht schon jetzt fest. Am zweitschlechtesten bewertet wurde Ace und das habe ich... Was? Der war doch richtig geil. Gar nicht verstanden. Er war bei mir die Nummer 1 diese Woche. Die Nummer 1 nicht, aber auf jeden Fall die Nummer 2 bei mir. Vom Beatpick, vom Rap-Style her und wie er rüberkommt, finde ich die Quali richtig Bombe. Er kommt von allen Teilnehmern am brutalsten und bosshaftesten rüber. Wahrscheinlich ein bisschen zu heftig für die kleinen Kiddies. Der Inhalt ist leider um einige schwächer. Ja, wird wohl so sein. Ist die Präsentation, aber es ist ja auch nur eine Quali. Er haut echt gut rein und hat hier ein richtig schönes Brett abgeliefert. Ich hoffe, dass es fürs normale JBB noch reichen wird. In der Mitte ist Chanakan und das würde ich genauso unterschreiben. Ich nicht. Für mich war Chanakan einfach der Schlechteste. Gut, ist routiniert und musikalisch. Inhaltlich schwächelt er auch ein bisschen, aber er war unter meinen persönlichen 3 Favoriten diese Woche. Auch das Video ist echt top. Was Battle Rap angeht, müsste er sich erstmal beweisen, aber mit dieser Quali hat er sich einen Platz im Achtelfinale verdient. Ich denke auch, dass das reichen wird. Am zweitbesten bewertet wurde Maddust und auch der war unter meinen persönlichen Top 3. Der hat zwar praktisch so gut wie keine Punchlines und legt alles komplett auf Low, aber dafür ist der Flowlich auch echt speziell und feierbar. Außerdem in Sachen Mimik, Gestik, Outfit. Sie ist schon eher verständlich als Chanakan.
Ja. Mein dritter Platz. Und Stimme, nichts, was er macht, ist 0815 und er hat auf jeden Fall Humor. Besonders gut fand ich den Anfang vom zweiten Part. Ich geh raus vor die Tür und was ich sehe, ist unglaublich, ein Schwamm verkleidet. Also er ist nicht schlecht, aber es ist einfach nicht mein Style. Redet von Waffen und Rauschgift und ballert nebenbei die Battle-Rapper rein, weil sie über den Haufen. Geil, da mach ich auch mit. Ein sehr interessanter Typ auf jeden Fall. Ich bin gespannt, ob er auch battlen kann. Am besten bewertet habt ihr 4 und der war nicht unter meinen Top 3. Der wäre ja fast... Was? In meinen Augen war 4 der Beste von denen. Gar nicht ins JBB reingekommen. Der klingt mir etwas zu dünn und hampelt ein bisschen viel rum. Ist für meinen Geschmack ein bisschen zu... Wo klingt der zu dünn? Du unmännlich, aber lyrisch ganz in Ordnung, Flow geht auch in Ordnung, aber so krass, wie ihr den schon wieder am Hypen seid, ist der in meinen Augen nicht. Er ist nicht so krass überhyped wie Diverse letztes Jahr. Er ist überhaupt nicht überhyped, der war die klare Nummer 1. Ja, aber ein kleines bisschen. Für mich irgendwo im Mittelfeld diese Woche. Ich habe oft den Vergleich zu 80 gesehen, aber 80 legt eine ganz andere Attitüde an den Tag und eine ganz... Ja, 80 finde ich noch über ihn, aber trotzdem war er ein... Also... Er war auf jeden Fall nice. Andere Power an der Stimme. Auch sein Kollege Ace klingt im Vergleich um einiges mächtiger auf dem Beat. Jetzt werden wieder Klickzahlen gepusht. Du kannst doch Glück sagen. Du musst deinen Arsch dafür nicht mal bewegen, denn die Kids haben ja Lust. Alter... Ja, natürlich klingt Ace krass, aber... Ob er wirklich krasser klingt als 4? Nee, meiner Meinung nach nicht. Erst mit das Mike und ich töte. Ich zwäng dich in die Ecke und das Gewinsen klingt nach Weibergestöhne, ich zerreiße. Ja, wobei, er klingt schon richtig krass. Also Ace klingt richtig krass. Wie Löwen. Aber er ist zumindest nicht 0815 und macht richtig Action. Das muss man ihm lassen. Vielleicht deswegen auch einer von euren Lieblingen, der sticht etwas heraus, auch wenn es nicht nur im positiven Sinne ist. Kommen wir zu den nächsten 5 Kandidaten. Der erste ist Neo und der erinnert optisch... Boah, Neo, auf Neo freue ich mich schon richtig. Vielleicht haben wir eine neue Nummer 1. Vielleicht. Ja, auf jeden Fall nice. Also offline werde ich mir noch die ganzen das Like-Dislike-Verhältnis ja raussuchen. Also das User-Voting raussuchen, damit ich das nicht immer während den Runden machen muss. Etwas an Lance Butters und man könnte ihn im ersten Moment für so einen kleinen Biter halten, ist aber meiner Meinung nach überhaupt nicht so. Der Rap-Stil ist komplett anders, obwohl es auch totaler Kopfnicker-Shit ist. Richtig schmuver Typ. Als nächstes kommt Mojane, das sind Nelson Reverse, nicht zu verwechseln mit D-Verse, auch wenn es in dem Song fast gleich klingt, und Jeffrey Brown. Das ist eins von insgesamt 2 Zweier-Teams dieses Jahr. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie diese neue Komponente sich auf das Turnier auswirkt. Das sagt mir gar nichts. Mojane sagt mir halt wirklich nichts. Nelson Reavers irgendwie schon, aber nee. Könnte interessant werden. Als drittes kommt Kex. Ich habe zwar keine Ahnung, wie... Sagt mir auch... Naja, das sagt mir ein bisschen was, aber ich kenne keinen einzigen Song von ihm. Also mir wird da nichts einfallen. Wie man bei der Schreibweise K-A-A-A-X auf Kex kommt, sieht für mich eher nach KX aus, aber er meinte, es soll Kex heißen. Jedem das seine, er ist auf jeden Fall so ein Styler-Typ auf einem Trap-Beat. Als viertes kommt das K-Element. Der ist allgemein... Ja, auf den freue ich mich auch schon. Ein Bekannt in Sachen Flow, Videomusikalität ist er gut, aber Battle-Rap... Er hat mir versichert, dass er diesmal hoch motiviert ist, richtig zu battlen. Ich hoffe, dass sich das bewahrheitet. Zu guter Letzt kommt Kasa und ich weiß, was ihr denkt. Der ist nur drin, weil er der Bruder von Gio ist, aber glaubt mir, auf keinsen. Er hat mich hart überrascht und das wird er mit euch morgen auch machen. Der ist nicht wegen Vitamin... Ja, also ich habe die Quali von Kasa auf jeden Fall schon gesehen. Es ist deutlich krasser als seine Quali im JBB 2014, sag ich gleich. B hier garantiert. Voting geht bis Mittwoch um 18 Uhr. Ja gut, dann freue ich mich schon mal auf jeden Fall auf Neo. Ja.